Hallöchen, liebe Leute, und willkommen bei diesem kleinen zweiten Teil von meinen kleinen Datapacks-Vorstellungen, die ich hier so erstelle. Ich habe ja schon einen ersten Teil davon gemacht. Wer das noch nicht gesehen hat, der kann jetzt oben rechts auf das i klicken und der kommt sofort zu diesem Video. Dort habe ich auch erklärt, wie man das Ganze installiert. Das werde ich jetzt nämlich hier nicht zeigen. Ich werde euch dafür hier ein paar Rezepte eher vorstellen, die ich hier so reingepackt habe. Es sind natürlich noch viel mehr. In der Datei, wenn ihr die runterladet, ist sowieso eine Textdatei drin. Und dort, steht das nochmal alles drin. Was da alles drin ist, vielleicht kann ich auch die Videobeschreibung packen, was da alles drin steht, auf jeden Fall, ja, zeige ich euch jetzt ein paar. Und zwar haben wir, was ich hier zeigen wollte, den Debug-Stack zum Beispiel, das ist einfach nur so just for fun, der funktioniert nur im Creative Mode natürlich, wenn ich weiß, was das ist, zum Beispiel kann man damit das hier machen. Snowy ist jetzt true, also ist noch nicht ganz übersetzt, aber hey, das ist quasi ein Stock, mit dem ihr Sachen ein bisschen ändern könnt, beispielsweise Blumen zum Beispiel. Oder geht das bei Blumen? Nein. Okay, da war das was anderes. Aber was ihr zum Beispiel machen könnt, das weiß ich auf jeden Fall. Holz. Bei Holz könnt ihr zum Beispiel rotieren. Das ist ziemlich cool. Und ja, ihr könnt ja ziemlich viele Sachen mitmachen. Ziemlich viel Blödsinn. Ich werde jetzt allerdings jetzt nicht ganz so viel darauf eingehen. Ich zeige nur noch hier so ein Beispiel mit den Schienen. Kann man jetzt auch ziemlich viel Blödsinn eigentlich damit machen. Ja, zum Beispiel, dass sie so in der Luft hängt. Das geht ja eigentlich auch nicht. Oder sie ploppt einfach ab. Auch gut. Das könnt ihr auf jeden Fall mit dem Debug-Stick hier machen. Was ein Item ist, was auch sehr viele Leute immer lieben, aber sehr schwierig zu bekommen ist, ist der Nether Star. Und den könnt ihr jetzt auch herstellen. Trotzdem muss man halt einen Wither-Skelett-Schädel trotzdem sammeln, anstatt den dreien. Dafür bekommt man halt den Stern und dafür muss man halt ein bisschen anderes Zeugs blechen, ne? Sehr schön, kann man sich mal gönnen. Dann als nächstes kommen auch ein paar Kleinigkeiten, zum Beispiel das Herz des Meeres. Man kann es ja momentan nur in den Kisten finden, die hier halt so rumgespawnt werden. Allerdings kann man das bei mir auch craften mit den ganzen neuen Korallenblöcken und 4 Diamanten. Da bekommt man so einen schönen Herz des Meeres, den wir sogar gebrauchen für, ja, den Dreizack. Den kann man nämlich jetzt auch craften. Normalerweise muss man die auch von diesen tollen Ertrunkenen bekommen. Den kann man jetzt hier craften. Ich habe mir jetzt einfach so ein Rezept hier vorgestellt. Einfach so den 3 Diamanten für die Spitzen quasi. Dann halt noch hier den Herz des Meeres, weil es ja ein Unterwassergerät ist. Hier so ein Stock als Stab und halt hier die Prismarinscherben, weil das halt so ein bisschen blau aussieht. Und ja, dann könnt ihr den halt wunderbar hier rumschmeißen. Und jo, das heißt, ihr braucht keine Ertrunkenen mehr die ganze Zeit zu jagen. Das ist doch super. Auch eine Sache, die jetzt neu hinzugefügt wurde seit der 1.13 ist, beziehungsweise sind die glatten Steine. Hier zum Beispiel ein Beispiel, habe ich jetzt mich für so ein Rezept hier entschieden, relativ einfach. Tatsächlich kennt ihr ja die Halbstufe wahrscheinlich, die kann man ja so hier platzieren. Wenn man zwei übereinander packt, dann hat man halt einen kompletten Block, allerdings hat man hier unten so eine Streife. Und wenn ich jetzt allerdings einen kompletten Block hier hin platziere, dann ist diese Streife weg. Und das ist eigentlich ein Block, den bekommt man hier neu im Creative Inventar, irgendwo hier in diesem Gewurstel hier. Gibt es auch im Sandstein und so. Die habe ich alle so halt hinzugefügt, dass man die jetzt auch craften kann und nicht nur im Creative Mode hat. Dann auch ein neues Item, was es gibt, ist diese Nautilus-Schale. Und da habe ich mich für ein ganz, ja, komisches Rezept, glaube ich, sogar eher entschieden. Nämlich einfach die toten Korallen und einen Knochen, weil das so nach dem Motto, das ist ein altes, totes Schneckenvieh, keine Ahnung. Ja, die sind ja relativ schwierig zu bekommen, man kann die momentan nur angeln und ich glaube, das wird sich auch nicht mehr ändern. Und die Teile sind wirklich unglaublich selten und für so ein Aquisator, genau so heißt das Ding, braucht man halt ganze 8 Stück davon und das ist halt wirklich unglaublich teuer. Und deswegen dachte ich mir, hey, mache ich mal ein tolles Rezept, weil das ist eigentlich relativ billig. Noch ein Rezept, was sehr viele Leute bestimmt vermissen, ist der verzauberte goldene OP-Apfel. Ich habe das Rezept allerdings nicht so gemacht wie früher, ich habe es ein bisschen teuer gemacht. Denn ich habe hier einfach 4 goldene Äpfel braucht man und 5 Goldblöcke. Das ist mehr Gold, das man hierfür braucht, als man früher gebraucht hat. Früher musste man nur einen roten Apfel hier in die Mitte und 8 goldene Blöcke rundherum. Das hier ist tatsächlich teurer insgesamt. Man braucht halt 4 Äpfel sozusagen für diesen tollen Apfel hier, der überhaupt nicht OP ist. Dann habe ich noch ein kleines Extra-Rezept reingepackt. Das ist nämlich kein richtiges Rezept, sondern eher ein Ofen-Schmelzvorgang.
Nämlich, einige werden es feiern. Es gab es auch früher mal als eine Mod. Und zwar... Genau, Leder. Man kann aus verrottetem Fleisch Leder machen. Gab es früher tatsächlich mal eine Mod, die hieß einfach Rotten Flesh to Leather. Also, ja, mehr machte die auch nicht. Und ja, das habe ich jetzt halt quasi in Vanilla hinzugefügt. Ja, weil ich das ziemlich praktisch finde, vor allem, wenn man am Anfang ist und man braucht noch viel Leder und man hat tonnenweise davon, aber noch keine Kühe gefunden. Sehr praktisch. Ja, und das waren eigentlich auch schon alle Rezepte, die ich so zeigen wollte. Hier in dieser Liste seht ihr eigentlich sogar alle. Ich habe gerade die Vanilla-Rezepte deaktiviert. Ich werde die allerdings trotzdem nochmal in die Beschreibung packen. Das heißt, das hier könnt ihr alles sehen. Plus noch natürlich das Leder. Das wird hier halt nicht angezeigt. Das wird halt im Ofen hier irgendwann angezeigt. Genau hier. Da seht ihr halt noch viele andere Sachen. Zum Beispiel den toten Busch hier oder den Spawner. Das ist übrigens auch das gleiche Rezept wie das, was ich benutzt habe für die Spawn-Eier. Und ja, ich würde sagen, das war's. Ich hoffe, es gefällt euch. Ich hoffe, einige werden es benutzen. Lest euch die Datei durch, die da in dieser Datei drin ist. Ja, die Datei in der Datei. Da ist einfach so eine Datei. Öffne und lese mich. Lest die. Tut es. Ladet es euch runter. Installiert es euch. Habt Spaß. Und ja, vergesst nicht auf die Glocke zu klicken, damit ihr benachrichtigt werdet wegen den Videos, weil Abo-Box spackt, ne? Wie immer, gut, haut rein und tschüss.